Hallo meine Freunde, es ist mal wieder soweit. Champions League Viertelfinale ruft. Wir sind, genau, ich gehe mal jetzt drauf. Wir sind jetzt wirklich tatsächlich schon im Viertelfinale. Es geht ruckzuck hier bei der Champions League Quali. Young Boys Bern kommt erst in der nächsten Runde im Halbfinale mit zum Zuge. Und wir haben jetzt schon mal ein paar Quoten, die rausgekommen sind, wo dann halt auch die Spiele jetzt in 3 Tagen stattfinden. Und was habe ich denn schon mal getippt? Also ich habe mir mal schon mal ein bisschen Gedanken gemacht und habe schon mal Cluj gegen Zagreb genommen und habe gesagt, dass Zagreb das Spiel mit Asian Handicap plus 0,25 absolvieren wird. Die Quote finde ich gar nicht so schlecht, weil ich glaube einfach, dass Zagreb schon ein bisschen bessere Mannschaft ist als Cluj. Und ja, auch wenn Cluj gut ist, aber ich glaube nicht, dass sie gegen Zagreb eine Chance haben werden. Das wird sich Zagreb, glaube ich, nicht heben lassen, das Spiel, ja. Und deswegen habe ich mal die Quote genommen, ich finde die ganz gut. Bei den anderen Spielen, da bin ich mir nicht 100% sicher. Also ich mache jetzt mal so einen groben, so eine Analyse, halt, wo ich sagen würde, okay, das sind jetzt die Quotenverhältnisse meiner Meinung nach nicht so passend, jetzt wie das jetzt hier sich so ausdrückt. Und da gehe ich mal davon aus, dass Ferencvaros eine viel zu hohe Quote gegen Celtic hat. Man könnte vielleicht drauf gehen, dass Ferencvaros mal mindestens ein Tor schießt gegen Celtic oder vielleicht auch 2. Das kann man natürlich hier nicht tippen, aber ich glaube nicht, dass Celtic das Spiel zu 0 gewinnen wird. Und auch wenn sie es gewinnen, dann wird es wahrscheinlich eher knapp werden. Aber die Quote ist halt, ist meiner Meinung nach viel zu einseitig halt, ja. Also da könnte man sich vielleicht mal überlegen, was man da irgendwie mitnehmen könnte. Bei Legia Warschau ist gegen Omnia ist mir die Quote ehrlich gesagt ein bisschen zu niedrig. Ich muss mal kurz in die Küche, mein Kaffee kocht über. Ja, die Quote ist ehrlich gesagt ein bisschen schlecht, finde ich. Also bei Legia wünsche ich mir schon nochmal eine 1,8 oder so. Aber kann man, glaube ich, auch nicht viel erwarten, wenn jetzt Polen gegen Zypern spielt. Also und Omnia habe ich echt noch nie gesehen halt. Also ich kann da echt nichts sagen. Legia sonst in der Liga manchmal gesehen, sind eigentlich recht zuverlässig. Liefern immer, wenn sie liefern müssen. Und ist ja jetzt auch Champions League, also vielleicht könnte man den halt in der Kombination mit einpacken oder sowas halt, dass Legia in der Verbindung mit einem anderen Spiel vielleicht noch das Spiel gewinnt oder so. Aber bei so Quoten habe ich halt auch immer Angst, weißt du, das ist halt auch, steht auch um gar kein Verhältnis zu dem Risiko, was du eingehst und zu dem, was du halt im Endeffekt rausbekommst, ja. Und kann auch eng werden, ne, und dann fragst du dich halt, scheiße halt, jetzt habe ich mich so geschwitzt für die Quote, das bringt es dann halt auch nicht irgendwie, also. Und dann bei Lokomotive Zagreb gegen Rapid Wien. Rapid Wien hat jetzt, glaube ich, erstmal angefangen mit der Vorbereitung. Und die spielen jetzt am 11.7., am 11.9. fängt bei denen die Liga an. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob die da jetzt so einen Kaltstart einfach ganz easy da jetzt gleich mal gegen den Tabellenzweiten von Kroatien gewinnen. Und ich habe mir auch mal die Aufteilung angeschaut, wen die da alles eingekauft haben von Lokomotive Zagreb. Und die sind ja auch so eine Kooperation mit Dinamo Zagreb. Also da ist auch viele junge Spieler, die dann auch da als Leihspieler halt fungieren bei denen. Und konnte man halt dann auch schon wirklich tatsächlich sehen, dass in Zagreb oder in Kroatien halt so eine Stadt wie Zagreb zum Beispiel halt also besten Spieler hat, ja. Also wenn jetzt schon Lokomotive Zagreb und Dinamo Zagreb aus einer Stadt in einer Liga Erster und Zweiter werden, dann ist es dann schon, merkt man schon sich, dass die Jugendabteilungen sich dann auch recht zentral da in diesem einen Gebiet aufhalten. Und aber das hat jetzt nichts mit dem Spiel zu tun, aber Lokomotive Zagreb hat auch gegen Dinamo Zagreb mal 1-0 gewonnen vor ein paar Monaten, aber haben natürlich jetzt auch vor ein paar Wochen 6-0 auf den Sack bekommen von Dinamo Zagreb. Schwierig halt, aber österreichische Mannschaften in der Champions League halt irgendwie außer Salzburg gebe ich ehrlich gesagt nicht viel halt. Also. Und ich weiß nicht, ob der Kübauer da jetzt auch wirklich Wert drauf legt, in der Champions League spielen zu wollen. Ich meine, die werden auf jeden Fall reinhauen alles und so, aber schwer zu sagen halt. Also ich habe die Mannschaft noch nie gesehen, deswegen werde ich auch die Finger von lassen. Aber so tendenziell gehe ich mal davon aus, dass, also so, wenn ich jetzt die Quoten betrachte, finde ich, dass Lokomotive Zagreb vielleicht auch
Unentschieden holen könnte gegen Rapid. Ja. Bei Alkmaar gegen Pilsen, ja, das ist ja immer ohne Zuschauer und das wird auch schwierig halt. Also da gebe ich auch nicht so viel Wert drauf, halt, dass das da wirklich tatsächlich so Alkmaar der Favorit ist. Bei Beşiktaş halt türkische Mannschaften nehme ich gar nicht, weil ich überhaupt keine Ahnung habe. Also türkischen Fußball gucke ich nicht und kann ich echt nichts dazu sagen. Gucken wir mal kurz in die Euroleague rein, die ist ja jetzt auch dann in ein paar Tagen, es ist dann nochmal ein Tag später. Dann haben wir Malmö, Sina, Servet, Genf. Servet hat ja Glück gehabt, dass sie überhaupt in die Euroleague gekommen sind, in die Qualifikation. Normalerweise wäre dieser Startplatz ja für die Schweiz gar nicht am Start. Also die haben echt Riesenglück, weil es da irgendwie Überschneidungen gab mit dem Abschluss des Ligabetriebes und des Qualifikationsbeginns. Es ist sehr mit Genf, also in der Schweiz herrschen schon Leistungsunterschiede, also ich bin mir da auch nicht so sicher, ob die Quote hier so das entspricht, was auch tatsächlich dann auf dem Platz stattfinden wird. Dann haben wir Dynamo Minsk gegen, boah, das sind echt schon krasse Spiele halt, aber hier werde ich auch nichts tippen. Da werde ich auch die Finger von lassen. Und vielleicht könnte man ja nochmal auf Karten gehen bei Paris gegen Bayern. Ne? Wenn man so mehr als 5 Karten, wenn man dann eine gute Quote abstaubt, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass da vielleicht auch, dass man da auch was gewinnen könnte. Ja? Okay, so, das war ein kurzes Video. Wir sehen uns. Viel Spaß heute Abend und macht's gut. Tschüss.